Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, und heute bin ich bei der Iris Langguth nochmal zu Gast. Wir hatten schon einige Videos zusammen gedreht. Ja. Verlinke ich euch alle hier in der Infobox. Es geht um das spannende Thema Gesundheit im Rhythmus der Jahreszeiten. Und jetzt Anfang Februar geht es darum, die Leber zu unterstützen. Genau. Und da geht es auch darum, so ein paar vorbereitende Dinge zu machen unter Umständen, und deshalb haben wir jetzt heute auch schon das Video hier für euch aufgenommen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, wenn euch das Thema anspricht, ja, so ein paar vorbereitende Dinge einfach zu treffen. Jetzt gebe ich aber gleich ab an die Iris. Willkommen und vielen Dank nochmal, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf und dass wir nochmal hier YouTube-Zuschauer inspirieren dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr, nochmal mit dir dieses Thema der Jahreszeiten, der Gesundheit im Rhythmus der Jahreszeiten bzw. im Rhythmus der Natur letzten Endes nochmal gemeinsam zu besprechen. Ja, wir sind deshalb so früh dran, dass man auch noch die Zeit hat, wenn man möchte, eigene Tinkturen und so weiter herzustellen. Wie das funktioniert, das sehen wir im Laufe des Videos, beziehungsweise es wird verlinkt werden. Und ansonsten besprechen wir heute die wichtige Jahreszeit Frühling. Mhm. Das ist die Hauptzeit der Entgiftung. Das ist auch hier bei uns eigentlich ja schon sehr verwurzelt, dass man halt im Frühjahr den Körper durch Entgiftungsmaßnahmen, viele Fasten oder andere... So wie wir Hausputz machen, so dürfen wir auch mal einen Hausputz in unserem Körper machen. Ne? Genau. Und damit ist quasi diese Jahreszeit eine sozusagen eine Initialzündung auch für die Energie, die ich mit diesen Reinigungen und mit diesem Entgiften für meinen Körper einfach bereitstelle. Vielleicht ganz zu Anfang, Leber, was ist die Leber? Ich meine, wir wissen alle, das ist, oder in der Regel weiß man, das ist ein Entgiftungsorgan, unser größtes Entgiftungsorgan. Zuständig auch für verschiedene Stoffwechselvorgänge, Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel. Mhm. Die Galle kennt man auch, gerade wenn man Probleme damit hat. Also Gallenkoliken sind in unserer Gesellschaft ja nicht unbedingt eine Seltenheit. Das heißt, die Leber, das Leber- und Gallensystem ist letztendlich dafür zuständig, viele Dinge, die nicht in unseren Körper gehören, nochmal raus zu transportieren. Unsere Lebensweise ist jetzt im Moment, oder ja, es ist einfach schwierig in der Zwischenzeit geworden. Herausfordernd. Ne? Genau, wir sammeln aufgrund der Nahrung, aufgrund unserer Bewegungsmangel, Umweltbelastung, also unsere komplette Lebensweise ist wirklich in der Zwischenzeit so, dass die Leber oder das Leber- und Gallensystem sehr belastet ist. Also ein wirklicher Grund, solche Reinigungen durchzuführen. Wie sieht es aus, wenn meine Leber und Galle nicht richtig funktioniert? Also es geht einher oftmals mit großer Müdigkeit. Ich bin schlaff, mir ist es oft übel. Ich entwickle Gallenkoliken, die ja extremst schmerzhaft sind, kann ich also aus eigener Erfahrung sagen. Es war für mich der Grund, letztendlich meine Lebensweise und Ernährung entsprechend zu verändern, weil ich alle 3-4 Wochen solch eine Kolik entwickelt habe. Das war nicht schön. Du hattest ja dennoch den Mut zu sagen, okay, die Galle bleibt trotzdem bei mir? Ja, ich habe damals, also nach wirklich, ich hatte alle 3 bis 4 Wochen diese Gallenkoliken. Und natürlich jeder Arzt, wo du dann, ich war dann mehrfach in der Klinik oder beim Notarzt, um Infusionen zu bekommen, also Schmerzinfusionen, damit ich diese Koliken ausgehalten habe. Und natürlich hat dann jeder immer gesagt, die Galle muss raus, die ist kurz vor der Entzündung. Ich glaube auch, dass man da wirklich vorsichtig sein muss. Also ich möchte jetzt niemanden davon abraten. Keine Heilversprechen, genau. Wir reden hier nur von unseren Erfahrungen. Genau. Wir geben keine Heilversprechen von uns und oder raten dazu, irgendwas zu machen oder nicht zu machen, sondern immer seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen oder überhaupt dem zu vertrauen, was das Bauchgefühl einfach sagt. Ne? Ja, weil es ist tatsächlich so, also ich für mich habe dann gesagt, okay, ich möchte meine Galle behalten. Habe mich dann halt auf den Weg gemacht, mich zu informieren, was kann ich tun, und habe daraufhin quasi meine Lebensweise schon sehr stark verändert im Rhythmus dieser Jahreszeiten mit diesen Reinigungen, die
man ja bei, aus den verschiedenen Videos auch einfach ja. sehen kann. Ich möchte da jetzt nicht nochmal zu lange drauf sitzen bleiben. Aber das sind alles die Probleme der Leber. Das nächste ist, was mich auch betroffen hat, das heißt, ich hatte ein großes Leberproblem, die Geschichten mit dem Bewegungsapparat. Also ich habe eine heftige Arthrose entwickelt an Fingergelenken, an Fußgelenken, an der Hüfte, am Knie. Ich habe also überall mit Schmerzen zu tun gehabt, was nicht Spaß macht, was keine Freude bereitet. Und insofern, auch das ist ein Zeichen der Leber. Das nächste, die Ablagen. Also es ist auch einfach, wenn ich jetzt zunehme und große Probleme habe, mein Gewicht zu reduzieren, hängt das auch sehr stark mit einer Disharmonie mit der Leber zu tun, weil die Leber einfach die Toxine, alles was sie übrig hat und nicht mehr weiß, wohin damit und nicht ausscheiden kann, in Fett verpackt in den Körper ablegt. Man sieht das an dicken Bäuchen, an extremen Oberschenkeln, an der Zellulitis, die sich entwickelt. Mhm. Also man kann sich das genau angucken. Mhm. Also und dann läuft das fast über. So kann man sich das vorstellen. Und der Körper kommt nicht mehr mit klar, alles auszuscheiden. Und da hängen ja viele Faktoren mit. Ne? Genau. Thema Wasser trinken, ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also das ist ja ein ganzes System. Komplex. Das ist einfach ein ganzes System, was da im Grunde am Laufen gehalten werden muss. Und deshalb sind auch dieser Rhythmus der Natur, der hilft einem dabei, sich mal um alles zu kümmern, was man an Organsystemen einfach hat. Wie kümmere ich mich denn jetzt ganz genau um meine Leber? Und, um jetzt die Leber in der Frühjahrszeit wirklich zu unterstützen, ist die allererste Geschichte schon eine Überprüfung der Ernährung, ich nenne es jetzt mal so. Beziehungsweise vielleicht auch einfach, ich sollte einfach meine Ernährung für eine gewisse Zeit, ob ich das jetzt, die Leberzeit ist übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, die beginnt am 2. März und endet am 3. Juni. Das ist in etwa die Zeit, in der ich mich jetzt einfach um meine Leber kümmere. Ich kann natürlich auch ein bisschen vorher anfangen, da kommt es jetzt nicht auf den Tag oder so an, sondern es ist nur ein grober Rahmen, der da gesteckt wird. Und beginnen tue ich, wie gesagt, damit meine Ernährung einfach zu verändern. Mhm. Ich sollte in dieser Zeit wirklich meinen Säure-Basen-Haushalt mit entsprechend basischer Ernährung ein bisschen in Ordnung bringen. Ich sollte verzichten auf Zucker, auf Weizenmehl. Ich sollte verzichten, das sollte ich eigentlich dauerhaft über die ganze Zeit. Andere Themen, ja. Ja, das ist ein anderes Thema, also sollte ich eigentlich dauerhaft beibehalten. Mhm. Ich sollte auch die tierischen Eiweiße einfach reduzieren. Auch die sind schwer abzubauen und gerade jetzt für diese Entgiftungszeit wäre es schön, wenn ich da wirklich mal eine Zeit lang drauf verzichten kann. Ansonsten bin ich ernährungstechnisch nicht, also ich selbst esse tiereiweißfrei, das heißt, ich esse also keine Wurst und keinen Käse oder ganz wenig Käse. Ich esse aber Butter und Sahne und ansonsten, ich esse also kein Fleisch und Wurst und diese Dinge, weil ich denke, mit meiner Arthrose wollte ich einfach wirklich ein Zeichen setzen. Keine toten Tiere. Ja, genau. Also das oder ganz, ja auch ganz schon mal. Selten. Aber ich sage nicht, oder ich bin immer der Meinung, das muss jeder selbst für sich erfahren. Was kann ich, wie geht es mir dabei, fühle ich mich gut. Aber um das zu erfahren, ist es halt sinnvoll, einfach mal vielleicht 4-6 Wochen drauf zu verzichten. Andere Erfahrungen zu machen. Genau. Für mich hat es einfach auch noch ethische Gründe. Ich würde nie meinen Hund, wenn ich einen Hund, also früher hatten wir einen Hund, ich würde ja nie hingehen und meinen Hund töten, wenn ich Lust auf ein Stück Fleisch habe, sondern und gebe deshalb auch nicht die Verantwortung an andere ab, damit die Tiere töten, dass ich da irgendwas in die Pfanne haue. Aber ich wollte das Thema gar nicht. Das ist, ja, und die Ernährung ansonsten, also da einfach doch mal eine Zeit lang drauf zu verzichten und großen Anteil also an natürlicher und frischen Lebensmitteln, also das ist halt das Wichtige an dem Ganzen. Frische Energie. Ich muss, genau, frische, was also jetzt gerade auch nochmal komme ich kurz auf die Wildkräuter zu sprechen, die jetzt in dieser Jahreszeit ja ganz, ganz wichtig sind, das ist der Löwenzahn und das ist die Brennnessel, die ich jetzt da, plus alle anderen Wildkräuter, die unterwegs sind in dieser Jahreszeit, die anfangen zu wachsen. Ja. Auch hier gibt es ja, also am besten ist da wirklich mal einen Wildkräuterkurs mitzumachen oder sich halt zu informieren.
Auch auf meiner Website findet man immer die monatlich passenden Wildkräuter, die jetzt gerade wachsen. Mhm. Aber um sie zu identifizieren, ist es halt so ein Kurs manchmal ganz gut. Da ist vor allem einfach die Bitterstoffe so wertvoll, genau. Weil über unsere Ernährung, selbst wenn wir uns biologisch ernähren, sind oftmals in den Lebensmitteln einfach nicht mehr die Bitterstoffe in dem Maße drin, sind rausgezüchtet worden, teilweise auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Und somit, aber Bitterstoffe sind elementar wichtig und die nehme ich einfach am besten über Wildkräuter auf, im Grunde genommen. Also das ist auf jeden Fall, und das kann man so einfach in seine Ernährung integrieren. Es ist gar nicht so aufwendig, wenn ich mir diesen Rhythmus angewöhnt habe. Und das ist halt auch wirklich das Thema dieser ganzen Reihe. Ich brauche einen Tagesrhythmus, einen Wochenrhythmus, einen Monatsrhythmus, einen Jahresrhythmus und einen Lebensrhythmus. Also ja, da hilft einem die Natur halt einfach dabei. Ja, und diese Wildkräuter, Löwenzahn, Brennnessel wachsen natürlich um die Zeit wunderbar. Da habe ich also jederzeit Zugang und die helfen mir halt auch sehr. Das ist also die Ernährungsseite, basische Ernährung. Da kann man sich ja auch einfach ein bisschen schlau machen. Was ist da jetzt das, was ich essen soll? Das Nächste, was ich immer wieder sage, ich brauche nicht unbedingt 3-4 Mahlzeiten am Tag. Also wenn ich jetzt nicht gerade zunehmen möchte, reichen mir in der Regel 2 Mahlzeiten. Dieses intermittierende Fasten, was vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Das heißt, ich höre abends um 18, 19 Uhr auf zu essen und esse erst am nächsten Mittag um 12, dann hat der Körper eine relativ lange Zeit, sich auch zu regenerieren. Ja, die Leberzeit liegt ja in der Nacht, also laut Organuhr liegt die Leberzeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Und da ist es einfach schön, wenn die sich um die Regeneration kümmern kann, wenn da also die Körpersysteme frei sind und nicht belastet sind noch von Verdauungsvorgängen oder weniger belastend sind. Auch das ist ein Zeichen der Leber, wenn viele Leute werden nachts wach und schlafen dann nicht mehr gut ein. Auch das kann ein Zeichen einer schwierigen Lebersituation sein. Also wenn ich regelmäßig so um 1:30 oder zum Beispiel nachts wach werde, könnte das ein deutliches Indiz sein, dass die Leber danach schreit, mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau so ist es. Ja, also das ist, denke ich, was man, es muss da jeder nach sich selbst gucken und ein bisschen beobachten. Davon aber ganz abgesehen, egal ob ich jetzt Zeichen habe oder nicht, auch als Prävention ist es einfach wunderbar. Klar. Und ich glaube, oder ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass das Körpergefühl sich wirklich verändert. Es verändert sich total, vor allem unter dem Aspekt, das hat mir sehr geholfen, mich auf den Weg zu begeben. Wenn ich mal Kontakt zu meinem Körper aufnehme, auch zu meinen Organen, die tun zu jedem Zeitpunkt wirklich das Allerbeste für mich. Ja, natürlich. Ohne, dass ich drüber nachdenken muss. Die machen einfach und die wissen ganz genau, was wann zu tun ist. Und deshalb bin ich eigentlich auch so ein bisschen in der Verpflichtung, auch gut für sie zu sorgen. Ja, das auf jeden Fall. So wie eine Mutter gut für ihr Kind sorgt, so darf ich auch gut für meinen Körper sorgen und mich um meine Organe kümmern. Das hilft mir, also dieser Gedanke hilft mir heute immer noch sehr und hat mir zu Beginn sehr geholfen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich meine, es ist also einmal das Thema, wie ernähre ich mich, was mute ich meinen Organen zu. Das zweite Thema ist natürlich, was denke ich und was fühle ich. Ja, also die Leber ist jetzt ein Organ, die sehr durch Wut und Zorn belastet wird. Und Druck, also die Leber mag die Freiheit, sie liebt also, wenn ich frei leben kann, wann kann ich frei leben? Wenn ich gesund bin, kann ich frei leben. Schön ist auch eine finanzielle Freiheit. Also die Leber möchte frei von jeglichem Druck sein. Das ist auch ein Thema in unserer Gesellschaft. Viele Menschen stehen beruflich unter Druck, finanziell unter Druck, gesundheitlich unter Druck, also auf vielen Ebenen unter Druck. Und hier ist es auch einfach wichtig, wo fange ich an? Und da ist der Körper keine schlechte Ebene, um zu beginnen. Klar, da hilft natürlich auch, dass man sich mal so ein bisschen dem Thema öffnet, dass wir selbst jederzeit der Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit im Außen sind. Ja, natürlich. Je nachdem, in welcher Situation ich mich jetzt natürlich im Außen gerade befinde, du hast finanziellen Druck angesprochen, da denkt man natürlich, ja, ich bin dem System ausgeliefert und fühlt sich einfach als Opfer. Wenn man aber mal bereit ist, sich diesem Thema ein bisschen zu öffnen überhaupt und mal merkt, dass wir uns mit unseren Gedanken wirklich unsere Realität im Außen erschaffen, das
Das klingt jetzt ganz einfach, ist sicherlich nicht immer leicht, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber wir selbst erschaffen uns immer unsere Lebenswirklichkeit im Außen, niemand anderes. Ja. Und so darf man das Ganze auch ganzheitlich einfach auch sehen. Ja, natürlich. Ne? Das gehört. Weil ich selbst mache mir letzten Endes ja auch den Stress und den Druck und verursache meine Gefühle. Natürlich, die Angst. Ne? Jemand anderes verursacht meine Gefühle nicht. Selbst Angst oder Ärger, wo wir sagen, ich habe mich total über denjenigen geärgert. Ich selbst treffe dann die Entscheidung, ich habe mich über die geärgert. Ja, natürlich, natürlich. Ich kann jeden Tag und jede Minute entweder diese Tür öffnen oder diese Tür öffnen. Also letzten Endes entscheide ich, ich fand das von dem Kurt Tepperwein so nett, ich habe da irgendwann ein Video von ihm gesehen und da hat er gesagt, ich habe am so und so vielten einfach aufgehört, mich zu ärgern. Genau, das war sogar ein Interview mit mir, das hat er mir im Interview gesagt. Also genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Rahmen, aber es hat mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken. Das war genial. Genau, und zu sagen, ja mein Gott, er hat ja recht. Ja, er hat das genaue Datum gesagt und ich glaube, es war sogar 1987 oder sowas. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Hey, was ist denn das für eine Aussage? Ich höre auf, mich zu ärgern und das dann durchzuziehen. Das fand ich auch total genial. Ja, ich fand es klasse. Also ich bemühe mich auch, es gelingt mir leider nicht immer. Es gibt immer noch Situationen, wo ich mich aufrege, aber wir merken es dann wenigstens. Genau, ich hole mich dann nochmal runter und sage, jetzt ist gut, jetzt komm runter. Mhm. Ja, die Welt geht jetzt nicht unter, es funktioniert alles weiter. Genau. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Einfach immer die Tür aufzumachen, die für einen gesundheitlich, mental und insgesamt die bessere Tür ist. Und dann kann man auch beobachten, wie das Universum in Bewegung kommt und einem weitere Informationen und Möglichkeiten und den Weg einfach ebnet. Ne? Auch wenn Stolpersteine da sind, da kann man drum herum gehen oder manchmal auch drüber gehen. Ja, manchmal braucht man sie auch, um angestoßen zu sein, was Neues auszuprobieren. Also das sind alles Themen, die auch direkt mit unseren Organen letztendlich zusammenhängen. Also dieser Druck, den wir selbst auf uns ausüben, der von außen manchmal auf uns einstürmt, wo man sich natürlich auch wehren muss, der führt halt auch zu einer großen Belastung der Leber. Mhm. Und wenn wir jetzt halt nochmal zurückkommen, wir haben jetzt eben über diese Veränderung der Ernährung gesprochen. Mhm. Das nächste, was ich natürlich meiner Leber gut tun kann, das ist also regelmäßig in der Leberzeit also ich koche immer morgens als erstes eine Kanne Tee der entsprechenden Jahreszeit. In der Leberzeit ist es natürlich jetzt der sogenannte Lebertee. Welche Sorte ich da aussuche? Also es ist wichtig bei der Leber, haben wir eben schon gesagt, diese Bitterstoffe. Mhm. Es gibt verschiedene Zusammensetzungen. Ich habe auf meinen Seiten genau erklärt, welche Kräuter ich hole, welche Tinkturen ich mache, welche Tees ich koche. Und man kann sich aber auch Fertigprodukte kaufen, wie den Bitterstern. Auch das ist auf der Seite nochmal beschrieben. Mhm. Oder man ist da frei. Ich meine, eigene Tinkturen sind auch immer schön. Ich kann die dann auch mit meinen Ideen irgendwie... Ich verlinke euch da so ein bisschen was, ne? Wo was man da machen kann. Eigene Anregungen nehmen könnt. Mhm. Genau, das ist schön. Und ganz wichtig für die Leber ist die Mariendistel. Das ist eigentlich das Präparat für die Leber. Auch hier sollte man während der ganzen Zeit einfach mal eine Tinktur zu sich nehmen. Mhm. Ob ich mir die jetzt dann auch selbst mache oder ob ich mir die kaufe. Mhm. Das ist nicht wichtig. Beim Kaufen, denke ich, ist grundsätzlich darauf achten, dass es ja wirklich sehr, sehr gute Qualität ist und nicht unbedingt um die Ecke ein Billigprodukt holen, weil da tut man dem Körper dann auch nicht unbedingt was Gutes. Nein, es sollte eine gute Qualität sein, das auf jeden Fall. Und ja, ich bin auch ein Fan davon, vieles selbst zu machen, aber das muss man auch nochmal selbst entscheiden, habe ich die Zeit, habe ich die Gelegenheit, möchte ich das tun, da ist man im Prinzip ja auch nochmal eine Sache der Entscheidung, ne? Weil jeder von uns hat 24 Stunden und die Frage ist immer, was mache ich mit den 24 Stunden? Genau. Also ich mache ja auch sehr viel selbst, trotz Familie, Job, Haushalt, Beruf, weil ich mir einfach so die Zeit nehme, dafür dann hat alles was mit einer Entscheidung zu tun. Aber manche Sachen kaufe ich aber halt auch, wo ich denke, okay, das sprengt jetzt nochmal den Rahmen. Das muss man immer mit sich selbst ausmachen. Ne? Genau, und das ist ja auch ganz wichtig, also das ist auch bei dieser Geschichte jetzt ganz wichtig, ich muss es in meinen Alltag integrieren können. Mhm. Es muss in meinen Alltag passen, ich meine, je nachdem, wie der Alltag aussieht, kann ich unter Stress sein oder wie auch immer. Natürlich sollte man das auch vielleicht ein bisschen runterfahren, wenn es möglich ist in dieser Phase. Aber ich muss es so integrieren können, dass es sich für mich gut anfühlt. Klar.
Klar. Und da ist es manchmal einfacher, was zu kaufen und immer noch besser, wie es nicht zu tun. Also ja. Das ist halt das, was genau. Ich dann denke. Genau. Also das ist wichtig, dass man halt mit diesen Kräuter arbeitet. Ich, also dann die nächste Geschichte ist halt auch die Entgiftung über Bentonit und Flohsamen. Mhm. Also da geht es ja auch um eine gewisse Darmreinigung, die da durchgeführt wird im Prinzip. Die sollte man einfach vorschalten, auch diese Darmreinigung. Insofern kann man das auch schon ruhig eine Woche vorher beginnen. Also zuerst die Ernährung ein bisschen umstellen, dann mit diesem Bentonit und Flohsamen. Auch da ist die genaue Tinktur, wie es funktioniert, findet man auf meinen Seiten. Unterstützen noch einen Einlauf machen. Genau, mhm. das ist wunderbar. Und ja, das sind also diese Dinge, die man vorbereitend tun kann. Dann in der Leberzeit diese Tees trinken. Auch einfach meditieren. Ich sage immer, man kann also auch mental und gedanklich mal sich mit seiner Leber beschäftigen und mit seiner Galle beschäftigen und einfach gucken. Man wird interessante Botschaften bekommen. Ja, genau. Wie geht es denn meinem Organ jetzt so? Und einfach auch positiv dann damit umgehen und sagen, okay, ich unterstütze dich jetzt mit dem. Und es auch dankbar zu sein für die Informationen, die man bekommt, denn man muss das ja nicht so sehen. Ach Gott, warum fühlt sich meine Leber jetzt nicht wohl, sondern dankbar sein für die Information und dann kann ich auch in eine andere Richtung das Ganze wieder lenken. Ne? Das auf jeden Fall. Also ich muss einfach in dem Fall nach mir gucken und selbst entscheiden, wie gut es geht. Ich habe jetzt selbst bereits in der Nierenzeit, also jetzt quasi im Dezember schon, eine spezielle Art der Entgiftung begonnen. Und zwar, weil ich trotz meinem Rhythmus der Jahreszeiten plötzlich eine schwarze Zunge entwickelt habe. Ich war sehr geschockt darüber und habe mir natürlich große Gedanken gemacht, wie konnte das oder wo kommt das jetzt her? Habe dann natürlich auch zurück überlegt, was habe ich geändert oder verändert in den letzten Monaten in meiner Lebensweise oder in meinem, was ist passiert. Und da ist mir dann eingefallen, okay, du hast im März, April, habe ich da meine Zähne leider nicht mehr so. Letztes Jahr. 2017 jetzt, hatte ich dann eine kleine Brücke quasi bekommen. Mhm. Und ich meine, da haben wir überall Metall drin. Zähne sind ja sowieso ein ganz spezielles Thema. Also da hast du ja auch schon. Verlinke ich euch auch gerne ein kostenfreies Webinar, das ich mit einer holistischen Zahnärztin ganz spannend gemacht habe. Und wenn euch das Thema interessiert, schaut da einfach auch in der Infobox. Genau. Und schaut da in diesem kostenfreien Webinar rein. Mhm. Weil es war einfach so, dass dann dieser letzte Zahn aufgrund der Höhe sogar das Metall außen ist. Das heißt also nicht unter der Hülle, sondern außen. Das hat mich schon sehr gestört, dass das so sein muss. Mhm. Und dann war für mich, also dann dachte ich, okay, das ist das Einzige, was ich jetzt verändert habe. Mhm. Und bin dann natürlich auf die Suche gegangen, das geht ja dann weiter und habe gedacht, jetzt muss ich mal gucken, was kann das sein? Und kam dann drauf, dass ich schlicht und ergreifend eine massive Metallvergiftung habe, so stark, also die hatte ich wahrscheinlich vorher auch schon, so stark, dass sich jetzt sogar meine Zunge dadurch verfärbt hat. Der nächste Schritt ist dann natürlich immer, sich weiterhin zu suchen, was kann ich tun? Weil das hat mich dann schon natürlich stark beeindruckt sozusagen. Und dann kam ich auf diese Metallausleitung nach Dr. Klinghardt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja, klar. Ja. Und ich war dann zuerst begeistert, habe mir natürlich zuerst mal seine Videos auch angeguckt. Das ist ja schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns da wirklich auch einfach zu informieren. Und habe gedacht, okay, das ist das, was ich jetzt tun muss. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt also seit quasi Dezember schon diese Metallausleitung in Form, also ich mache das mit Chlorella, mit Bärlauchtinktur und mit Unterstützung, speziell auch nochmal Mariendistel für die Leber, habe ich jetzt schon ein bisschen vorgezogen, weil natürlich diese Ausleitung halt auch die Leber belastet und auch eine Unterstützung der Nieren. Aufgrund dieser Dinge, also die Nieren, da in der Zeit sind wir jetzt quasi noch am Ende, die wird jetzt im Moment unterstützt. Und
Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Mhm. Ich muss das so sagen. Also mhm. insgesamt hat sich diese Art der Entgiftung für mich jetzt, fühlt sich so gut an. Auch diese Chlorella und also, dass ich das Gefühl habe, dass sich da sehr viel mehr nochmal in meinem Körper mhm. tut. Mhm. Und auch die Leber mhm. jetzt wirklich schon mhm. entlastet wird. Mhm. Meine schwarze Zunge ist bis auf wenige Reste quasi hat sich nochmal zurückgebildet. Also auch daran sieht man, mhm. das ja. war ja. das Thema jetzt. Hast du denn noch an der Brücke was gemacht oder ist die nach wie vor Ich habe da? Diese jetzt, weil das ist ja auch immer, also einmal habe ich keine Lust dazu, mhm. das jetzt nochmal zu verändern. Mhm. Und das nächste ist natürlich auch, du musst zuerst mal gucken, was machst du? Du musst ja irgendeinen Ersatz haben. Mhm. Klar, es gibt Vollkeramikbrücken wohl. Mhm. Dann ist es natürlich auch finanziell ein Thema. Mhm. Das, und ich habe natürlich nicht nur die Brücke. Also meine Zähne sind insgesamt nicht so. Ich müsste mir also überlegen, das komplett zu verändern. Ja. Ich für mich habe das noch nicht letztendlich beschlossen, wie ich es tun werde. Mhm. Ich leite mein Metall mental aus. Ich leite das jetzt mit ich leite das jetzt mit diesen Tinkturen ja. aus. Also ich arbeite jetzt erstmal wirklich quasi auf dieser körperlichen Ebene mhm. und gucke, dass ich das Metall soweit ausleiten kann. Es ist überlege ja mir, genau, da, ne? Es ist natürlich da, wobei mhm. wir nicht nur Metallbelastung durch den Mund haben, wir haben Metallbelastung durch die unsere Umwelt, wir haben im Boden Metall, wir haben überall diese Metallbelastung, sodass ich einfach nur sagen kann, es ist wichtig, diese Ausleitungen regelmäßig zu machen. Ich bin ja auch nicht metallfrei im Mund. Also genau. Wenn euch das Thema interessiert, dann wie gesagt genau. mit der wunderbaren Dr. Med. Karin Bender-Gonser durfte ich dieses Webinar machen und schaut da gerne rein und informiert euch da mal. Genau, es passt halt jetzt hier bei mir gerade, weil ich diese Erfahrung jetzt gerade gemacht habe und mir jetzt ganz wichtig ist, auch diese Ausleitung hier zu nennen und auch da kann man sich ja informieren, also sowohl auf meinen Webseiten habe ich da jetzt dann auch Informationen dazu und auch die verlinkt diese Videos zu dem Dr. Klinghardt, um sich das mal selbst anzugucken. Also ich finde es total spannend und es hat mich begeistert. Es führt nicht nur, oder es hat nicht nur, oder ich bin ja noch mittendrin, ehrlich gesagt. Ne? Also ich werde das auch noch mindestens 2 bis 3 Monate weitermachen. Mhm. Es führt dazu, dass sich mein Körper insgesamt viel leichter anfühlt. Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass ich das überall bemerkbar diese, macht. Man hat ein anderes Lebensgefühl. Ja, also dass es sich noch viel mehr, also ich fand Bentonit und dieses Flohsamen schon immer klasse zur Entgiftung. Aber hier bin ich jetzt wirklich begeistert und sage, das bringt mich richtig weiter. Mhm. Und das möchte ich einfach auch, jeder muss selbst, ich meine, es ist auch immer eine Frage, ich habe ja schon ganz viel verschiedene Reinigungen gemacht. Ich habe nach Moritz, ich habe nach Hulda Clark, genau. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und habe auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wobei ich im Nachhinein jetzt oft denke, das ist auch immer abhängig von dem Stand des Körpers. Ja, alles wie dazu, du immer. Jetzt auf diese Reinigungen reagierst. Deshalb muss ich auch hier ganz klar sagen, wer jetzt anfängt und sagt, ich möchte mich jetzt damit befassen und ich möchte jetzt das auch tun, der muss auch immer nach sich selbst gucken und in seinen Körper hören und spüren, was ihm gut bekommt. Mhm. Weil natürlich ist es abhängig davon, wie stark ist meine Leber belastet oder was macht meine Galle jetzt? Mhm. Ich muss da immer nach mir gucken und muss einfach auch vorsichtig mit mir umgehen. Ja. Klar. Um dann die richtigen Schritte man zu Man selbst finden. Ist der Chef im eigenen Leben. Ja, weil das muss ich, genau, und die Gesundheit, also ich meine, wir haben, wie soll ich sagen, wir haben eine riesen Gesundheitsindustrie, aber letzten Endes kann ich die Gesundheit nur in mir selbst finden. Das heißt, also ich muss selbst spüren, was für mich gut ist und was für meinen Körper gut ist. Und nur ich kann mich auf den Weg machen, wirklich, also meiner Ansicht nach, gesund zu werden. Keiner von außen, egal ob das jetzt Heilpraktiker, Ärzte oder sonst jemand ist, kann mich wirklich gesund machen. Die können mich unterstützen. Richtig. Ja? Also ich gehe zu einem guten Arzt, der mir hilft. Wir sind so dazu konditioniert, halt mit dem Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker, egal, die Verantwortung abzugeben. Genau. Ne? Aber wie gesagt, ihr Lieben, das sind alles nur unsere Gedanken jetzt dazu. Lauscht in euch nicht an euch hinein und trefft da selbst eine Entscheidung. Ne? Ja, es geht ja auch, wie gesagt, man hat immer wieder Situationen, wo man auch einfach Hilfe braucht.
ne? Klar. Vom Arzt, vom Heilpraktiker. Wenn ich selbst nicht so Skifahren bin und vor allem mir ein Bein presche, da bin ich sehr, sehr froh, genau, wenn mir da jemand um die klassische Medizin. Genau, also hier in unserem, bei unserem Thema jetzt geht es wirklich darum, Selbstverantwortung. Zu sagen, ich bin bereit, jetzt einfach mal für 3 Monate meine oder für eine gewisse Zeit meine Ernährung umzustellen, diese Tees regelmäßig zu trinken. Mhm. Bewegung ist natürlich, gehört dazu, dass man halt versucht, wirklich ein bisschen den Druck rauszulassen, wenn es irgendwie möglich ist, dass man in der frischen Luft, dass man sich im Wald bewegt, dass man die Natur erlebt, dass man das Frühlingserwachen erlebt und damit auch seinen eigenen Energiefluss wirklich zum Laufen bringt. Mhm. Und das wird mir das ganze Jahr über helfen, wenn ich jetzt hier die richtigen... Auf jeden Fall. Genau. Die richtigen, wie soll ich sagen, den richtigen Weg gehe oder die richtige Tür aufmache. Ja, wie auch immer. Genau. Ja, und ich würde mich, also ich denke... wir haben das jetzt so im Großen und Ganzen die wichtigsten Dinge beleuchtet. Ich überlege. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren, da euch jetzt auch so ein bisschen um die Leber mal zu kümmern. Ja. Dass künftig weniger der Volksmund sagt, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Genau. Oder vor allem, wenn ihr dazu geneigt seid, zu sagen, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, dass ihr mal hinschaut, was denn dieses Symptom euch dann sagen möchte, ne? Dass man einfach mal so dahinter schaut. Und, genau. Dass man sich halt auch überlegt, wo kann ich jetzt Druck rausnehmen, genau. Was kann ich selbst tun, um mir mein Leben, meine Gesundheit einfach zu verbessern. Ja, ich denke, man muss sich damit beschäftigen. Darf sich damit beschäftigen. Immer so ein Fan davon, dass wir muss aus meinem Sprachschatz uns richtig, man darf sich damit beschäftigen. Das bringt Leichtigkeit. Und jetzt gerade auch im Rhythmus der Natur, auf meinen Seiten findet man halt auch einfach durchs ganze Jahr diese Begleitung. Ich habe da gibt es einen Blog, wo dann auch steht, was man essen kann und wie man das zubereiten muss. Mhm. Ich möchte einfach viele Menschen mitnehmen, ihre eigene Gesundheit zu finden. Ich bin auch bereit zu kommen mit meinem, ich sage mal, mein wunderbares Kräuterfrühstück, um das einfach dass man es kosten kann, wie schmeckt. Es schmeckt, man sollte nur Dinge essen, die man liebt und die einem gut schmecken. Und auch Vorträge zu halten oder wobei das mit den Bitterstoffen, je nach körperlicher Konstitution, ist das unter Umständen schon mal eine Herausforderung, zunächst mal. Aber das Geschmacksempfinden verändert sich total, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also mein Sohn, einer meiner Söhne, hat auch festgestellt, dass das tatsächlich lecker schmeckt. Mhm. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil die Ernährung mit 17 sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Nee, also alles gut und interessant. Ich denke, ja. Wir verlinken das alles und dann könnt ihr da euch selbst nochmal schlau machen. Genau. Und verlinkt auch deine E-Mail-Anschrift oder über die Homepage. Genau, über die Homepage sieht man, Iris aufnehmen. Genau, da soll ja auch, also ich wünsche mir auch in diesem Blog quasi eine, wie soll ich sagen, also Kommunikation. Ich würde mich ganz viel freuen, wenn man über Kommentare dann auch sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Ich bin ja nicht die jetzt alles weiß und das ist ja, jeder macht seine Erfahrungen, jeder bringt da vielleicht auch irgendwelche guten Dinge, die er teilen Aspekte möchte, noch. Einfach mit rein. Also das wäre einfach auch ein Wunsch von mir, dass das Ganze lebt und nicht nur jetzt von mir getragen ist, indem ich halt das sage, was ich jetzt mache, sondern auch andere sich da beteiligen. Das wäre halt einfach eine schöne, schöne Idee. Wunderbar. Gut. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euer Dabeisein, für euer Interesse. Dir, liebe Iris, vielen, vielen Dank für dein Wissen, das du da mit uns teilst. Ja, ich danke dir auch. Und wir schicken euch eine herzliche Umarmung und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Irmgard und die Iris. Tschüss.